Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead Man mit den Kabin, der gestern angefangen hat, eigentlich Bücher zu sammeln. Also er wollte sammeln, kaufen technischerweise, aber hat dann angefangen, Questen zu machen. Naja, leicht abgeschwuft, aber sonst alles beim Alten. Ja, wäre zwar gestern fast gestorben, aber ist ein anderes Ding. Das sieht hier aus, Mädel. Was machst du denn hier so? Alles kaputt. Ja, vor allen Dingen, kurz vor Feierabend haben wir dann eben halt festgestellt, oder beziehungsweise habe ich festgestellt, dass ich noch Munition habe. Alter, du hast aber auch eine Trefferquote. Ist ja genauso wie bei mir. Tolle Ding. Ja. Oh. Schöne Ding. Wir waren ja, wie gesagt, gestern unterwegs gewesen. Ich wollte ja unbedingt... ich hatte auch noch Nahrung gehabt. Ach, da ist er. Ja, ja. Den Bücher, genau. Die will ich ja noch haben. Aber erstmal, wenn wir schon mal hier sind und die Quest angefangen haben, machen wir auch den Rest mal. Wie gesagt, macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt einfach aufhören würde. Na, komm her. Schließ dich auf, Alter. Wie eine Plunder. Ihr könnt doch nicht, könnt ihr. Genau. Du alte Hakennase, du. Ich rette dich. Du bist so mein schützendes Schild. Siehst du? Ja, wir sind ein guter Team. Ich habe zwar keine Ausdauer mehr, aber wir sind ein guter Team. Und das nehmen wir natürlich auch alles mit. Wie gesagt, jetzt kriegen wir noch sehr, sehr viel Plastik, aber wir wissen, dass das irgendwann mal schlagartig abnehmen tut. Und zwar schlagartig. Jawohl. Also heißt unsere Devise, alles erstmal mitnehmen. Jawohl. So, warte mal, die wir gleich mal ringziehen hier, so richtig schön. Und sonst mit... Was machst du denn? Ich schüttel nur mit dem Kopf, Mädel. Was ist bei dir anders? Alles. Einfach nur alles. Ich die Sache von hinten und du schiebst den Pfeil von vorne hin. Oder so. Und wie gesagt, wenn man hier jetzt wieder einen Anfang bauen tut oder so, kriegt man hier am schnellsten Kupfer, finde ich. Für eine schnelle, also Zeit. Da geht ja hier ratzfatz. Machst du nicht normal? Trete dich. Dann ruhig mich aus. Und dann pick ich dich. Dann werde ich zu Boden geworfen. Und denk über mein Leben nach. So ungefähr. Are you ready to fight? Nee, nehme ich nicht mit. Ui, warte mal, was brauchst du? Nein, bleib doch mal hier. Nee, ist auch richtig. Naja, entweder ein Ring oder eine Kette. Lassen wir so. Ich hab gesagt, wir lassen das so, Mädel. Was sagst du nur dazu? Lassen wir es so? Lassen wir es mal. Ich lasse das einfach mal so. Geh jetzt bloß hier rum und schraub das hier ab. Oder ich klopp das hier ab. Will jetzt abkloppen und schrauben wäre besser, wa? Ach ja, lass uns das später machen. Heben wir auf. Daneben. Aber ich habe keine Zeit. Bin hier noch weg hin, Leute. Hündchen. Ich glaube, wir können hier los. Wir sind nächster Ziel. Das ist da. Das ist genau da, wo wir ein wenig
dran vorbeigefahren sind. Gut, dann müssen wir hier doch nochmal zurück. Naja, dann ist es so. Kann ich gleich erstmal mich revanchieren bei dem Dude von gestern. Nahrung? Mein Inventar ist voll. Hey, Pippi! Ich weiß, du bist ja die Beste. Der Besten, der Besten, der Besten. Das war... Jetzt hat die genau den Stuff gekriegt, den sie nicht kriegen sollte, wa? Ja, jemand zur Seite, ich sehe doch nichts. Zum Beispiel... Das, na, wohl, das hätte sie ja behalten können. So, was kannst du behalten erstmal? Ja, weil sonst hat sie ja... Sie hat ja nichts. Warte mal, das nehme ich dir auch noch. Brauchst du ja eh nicht, das brauche ich. Und dann kannst du... Alter, ich habe so viele Werkzeuge mit bei, wa? Ich glaube, ich muss die nächste wieder ein bisschen weiter auseinandernehmen. Ja, aber ich fühle mich schon etwas leichter. Erleichtert. Wann bin ich leicht? Wie eine Feder. So, jetzt mit meinen Knifte wieder in der Hand, weil wir wissen ja, dass da draußen niemand rumsteht, den ich wegmähen möchte. Obwohl, vielleicht sollte ich die Munition aufheben. Und das erstmal mit denen hier weitermachen. Steig auf, Mädel. Und die Munition für den anderen nehmen, weil den treffen wir ja gleich nochmal. Aber rankriegen will ich schon. Entschuldigung. Da ist er. I'll drive next time. Ja, ja. Schauen wir den? Sagen wir den, schauen wir. Der kann doch nicht. Ah, siehst du? Entdeckung! Er schmeißt mit Granaten und er schießt. Er ist irre. Sag ich doch. Gehen. Das heißt, er war letztes Mal schon fast platt. Was hat er denn? Du hältst es schon aus, Mädel. Na, Leder, eine Lederrüstung. Es war Schmutz, Mädel. Es war Schmutz. Es hat sich nicht gelohnt. Aber naja, gut. Haben wir es rausgefunden. Wir verlassen die City. Nee, tun wir nicht. Wir müssen ja da oben hin. Ist nicht das nächste Wesen hier kirschemäßig oder so? Ja. Schule! Auf dem Berg! Ist aber eine andere Schule. Aber das ist, was wir machen wollten. Die Schule hat jetzt mal Vorrang. Ja, ja. Motor technischerweise. Und dann. Ja, ja. Und dann können wir das ja mal noch machen. Wenn wir schon mal hier sind. Nehmen wir doch diesen Kampf auf. Nee, nee. Die ist da schon wieder auf dem Boden? Hast du was gefunden oder was? Ich mach mal schon einen Rückgang wieder rein. Ja, warte mal. So. Immer in Bewegung bleiben, Mädel. Ist funny, wie ich den jetzt da getroffen habe. Um eine Ecke, also um eine Kurve rum, aber ich hab's ihm halt drauf, ne? Also, damit hat er wahrscheinlich selbst nie gerechnet. Ich hab den beim Drehen geschossen. Also erschossen. Wer kann, der kann, ne? Also, na, Pippi? Willst du nicht aufstehen? How about we train a bit more? Steig auf. Na denn. Ich weiß, dass da oben schon wieder ein Grüner ist. Nicht so?
Ach nee, so eine Ellie ist doof gewesen. Naja, gut. Mal gucken, wie die doof ist. Gut, jetzt kommen die alle. Die kommen von... Da hinten kommen die, wisst ihr? Aber die da vorne, weißt du, so... Ach nö, ich lass die mal. Ich lass die mal machen. Warum denn nicht? Achso. Gut, jetzt hast du es. Jetzt hast du es hingekriegt, Mädel. Nee, nee. 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 Immer noch nie. Ich gehe freiwillig zurück. Die ist ja... Sieht ja aus wie Mikado. Ich weiß ja nicht, warum die gestorben ist. War doch ja nicht so kompliziert. Sie wusste es nicht anders. Steh auf. We can do better next time. Ja, ich weiß. Hast du denn gar nichts gelernt? Ich stütze dich gleich. Doing! Oder so. Also. Na denn. Baue er. Ich muss die erstmal rausholen. Ich hab's ja letztes Mal ja nicht hergestellt, wa? Ich wollte es herstellen. Ey, jetzt habe ich vergessen, die Teile herzustellen. Die Bretter und so. Ich glaube, wir müssen uns erstmal eine Säge herstellen. Naja. Ich bin ja gut ausgestattet. Ich habe ja alle mit bei. Stellen wir uns erstmal eine Werkbank, eine Säge her. Und dann können wir das machen. Und du kannst hier mal kurz hier. Kümmernderweise. Warum halt denn bitte? Ich hab's doch jetzt mit bei. Also rein theoretisch müsste ich mit bei haben. Weil knapp habe ich das ja. Was brauche ich denn für eine Säge? Äste. Genau. Äste braucht der Karbin. Aber den kriegt er da hin. Moment mal, hast du eine Äste gehabt von mir? Ja, ja, warte mal kurz. Ah, ihn hast du. Ich hab da gesagt, kriegen wir da alles hin. So, baue er sich eine Säge. Naja. Davon zwei und davon zwei. Mädel, schaffst du das? Oder muss ich... Mädel? Ja, ja. Time und so. Und wie Zeit ist es? So. Habe ich doch gesagt, wir haben alles. Bis auf die Schuhe. Vor allem jetzt die Schuhe hingeschmissen. Ich weiß, dass ich die mitgenommen habe. Habe ich Irrsinn hat gedrückt? Oder habe ich sie da rein geschmissen? Ich fahre mal ein bisschen nicht daran, ja. So. Nee, aber hier ist das drin. Mädel! Komm mal her. Da ist er doch, sag ich doch. Jetzt können wir bauen. So, also. Ich wollte nämlich hier das machen. Und da fehlt uns Verbrennungsmotor.
Und den holen wir uns jetzt. Da ist er. Spending money is the only pleasure. Ja, ich weiß. Dann kann ich mich so weit machen, bis wir den Dings bekommen, ne? Schrauben technischerweise. Ihm mir aus dem Weg. Och, ey, Mädel. Mach da sowas nicht. Mal zeig schon mal, dass wir jetzt mal die Gesehen war. Maschinenbau. Echt? Ey, jetzt habe ich das wieder vergessen, was ich brauche. Mann, ey, nur weil die da rumhüpft ist. Und ich Kopf wie Sieb. Da. Maschinenbaukonstruktion. Da habe ich da richtig gehabt. This is definitely the taste. So, das müsste aber dann weiter unten sein, ne? Da ist es. Wie jetzt? Nein. Ich habe nicht genug Münzen mehr. Mir fehlt eine Münze. Eine Münze? Kriegen wir hin. Und die holt mir jetzt da drinnen. Da wird auf jeden Fall eine Münze sein. Hallo? Die ganze Chose hier vorbereitet deswegen. Naja. Wollte ich nicht. Alter, was für eine Körperei! Nice. Das ist nicht so nice. Hab ich jetzt gesehen, dass meine Lebensenergie am Abnippeln ist. Aber nichts, was man nicht hinkriegt. Hab ich doch. Man muss bloß vor und zurück gehen können. Ups. Siehst du? Man muss nur flexibel sein. Denn hat man nicht unter Kontrolle. Alles für Münzen. Alles für den Club. Steh auf, Mädel. Ja, ja. Warten Sie mal. Ich muss jetzt hier erstmal wieder Sachen wegmachen. Falls ich doch Tabletten finde oder sowas. Aber erstmal brauche ich eine Münze. Achso, du bist ja nicht. Ich hab gedacht, die gehört zu uns. War ein Scherz. Och nee. Du bist, sie hat schon mal einen Sack gekriegt. Geh mal aus dem Weg, Mann! Blöder Wolf. Mann, Alter. Ich hab jetzt schon wieder gedacht, ich bleib hier schon wieder irgendwo hängen. Das Blöde ist, ich hab nämlich keinen Schlafsack gesetzt. Musste Sinn.
Ah, das schaffen wir schon. Sorry, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Ich versuche gerade nicht zu sterben. Bis jetzt muss ich sagen, funktioniert das so, ja. Na, nice. Mag ich. Kann ruhig so weitergehen. Also mit denen nicht sterben. Heide Witzka. Steh auf, Mädel. Ja. Dankeschön für die Tabletten. Ach, schön. Das ist nicht so schön, aber der Kabin, wie gesagt, Rückzug und so, manchmal bessere Verteidigung. Du schaffst das schon. Ich nehme die mal kurz hier Wölfchen auseinander. Oder auch nicht. Oh. Münze. Mehr außen wie ich. Ach, das war doch wieder klar. Blöde Kuh, blöde. Ach, ey. Das wären unsere Münzen gewesen, du alte. Lumskuchen, warte mal, die kommt ja da ja nicht raus, wa? Die sind dann zaun. Schade. Ja, warten wir mal, hau ab. Ach, geht doch. Manchmal ist doch Waffen wie weit dran. Nein. Mädel, hör auf hier rumzukloppen. Ich hab kein Kind. Komm her! Ich raste aus! Whether it's mine or yours, we need to share. So. Das kannst du machen, was du willst. Mensch. So. Was habe ich denn überhaupt an Münzen jetzt gekriegt? Oh. Und außerdem, es hat ja bloß eine Münze gefehlt. Eine Münze hat gefehlt. Man kann sich Kabinen bald den Schrauber bauen, kaufen, bauen. Nicht kaufen, sondern ja, jetzt erstmal kaufen und dann bauen. Das ist schon korrekt, Kabin. Ha! Tolle Ding. Tolle Ding, ich sage euch. Hat lange gedauert, aber am Ende wird ja alles gut. Wie jetzt? Hä? Wo sind meine... Achso. Ich wollte jetzt gerade... Ich wollte gerade wieder meckern. So. Ja, kein Problem. Schön Ding. Quantenphysik. Ja, das können wir uns jetzt noch nicht leisten. Aber wir wissen ja, dass wenn wir jetzt herkommen, alles da steht, um das aufzuwerten. Bin ich jetzt doof? Quantenphysik. Das ist das da. Ich sehe das jetzt gerade. Ah, da ist er doch. Aber ich habe keine 100. Gut. Gucken wir mal, was wir so an Bücher haben, war, dass ich das dann abarbeiten kann, weil wir haben jetzt in der Zwischenzeit schon ein oder zwei Bücher gefunden. Nebenbei. Gut. Kohle habe ich ja eh nicht. Angeln ist mir noch nie so wichtig. Das Buch haben wir auch noch nie, habe ich aber schon gesehen.
Oh, das muss ich jetzt machen, weil jetzt kann ich mich das auch zu Hause herstellen. Und das jetzt auch hier feinmäßig. Raketen. Ach so, da muss ich ja erstmal das Buch finden. Aha. Das fehlt uns auch noch. Wenn wir schon mal hier sind, wa? Sag mal, ach, da fehlt uns die grüne. Wir haben die gelbe. Ja, doch. Warte doch mal ab. Warten Sie doch mal. Nee, das habe ich noch nicht. Ich habe gedacht, das habe ich. So, ja. Das fehlt. Machen wir gleich. Aber können wir jetzt eh nicht machen. Das, also eh könnte man machen, aber im zweiten Tweet und so weiter nicht. Das haben wir. Gut, das war durch. Das haben wir noch nicht. Wie ihn ja hören. Also, gehört werden. Energy. Ah gut, jetzt haben wir auch keine Punkte mehr. Also nicht so viel. So, Leute. Habe alle Punkte ausgegeben. Soweit wie geht. Ja. Das lasse ich jetzt erstmal hier stehen, halt. Das brauchen wir hier so oder so. Wolltet nicht jedes Mal zurücklaufen, wisst ihr? Gut. Aber wir können uns jetzt endlich die Dings bauen. Die Ratsche und die bessere Karre. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal nebenan, wa? Also hier. Questtechnischerweise. Ein bisschen Munition habe ich ja noch. Ich bloß noch den Dude da wegkriegen. Genau den. Bist du bereit? It's time to show our strength. Bin dabei. Versuche ein bisschen zu umtieren die ganze Sache. Hab's auch umtingelt, die Sache. Also das maximale Umtingeln ist das. Das ist aber auch maximal Munitionslost. Ja, noch eine Gasmaske. Hab's. War doch ja nicht so kompliziert. Na, dann können wir doch die Quest machen. Ja. So, spring auf der Karre. Wir müssen jetzt suchen. Oder folgt mir. Folgen Sie mir. Es wäre so, der Bruder gewesen, war der Falsche gewesen. Hier ist noch so ein Dude gewesen. Ich muss die mal reparieren, wa? Ich glaube ja. Ich glaube, die ist schon ganz schön ramponiert. Die hat schon das eine oder andere mitgemacht. Ja, genau noch ein Ding. Aber das Schöne ist, man kann es ja auch jetzt herstellen. Münzen. Keine Münzen. Da kommt unser nächster Kontrahent. Das machst du nicht normal. Du fieser Pup, du.
So, jetzt immer rein. Also, ich meine, ich versuche halt. Mit dem Eingang. Hurry, open the capsule. Drück mir doch nicht auf der Pelle! Ich drücke hier. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich drücke doch hier die ganze Zeit. Boah. Hey, sie haben da was im Kopf. Mädel, mach mal so nicht. Nur so nebenbei. Weil du noch nie wusstest. So, ich weiß, dass der eine da hinten voll in der Ecke angezeigt wird und weiß er ja nicht. Jetzt muss ich erstmal kicken. Da hinten in der Ecke wartet, ne? Oh, hier ist sie. Hallo, sie. Hey. I used. Now I'm up. The cap. I'm go. There's. Ja, das haben wir doch schon. The villa has a lot of various supplies. So. Ach so, wir haben die geknackt gehabt damals. Das ist mir ja nicht so aufgefallen, wisst ihr? Weil ich glaube, wir hatten das geknackt gehabt und dann habe ich hier gesucht gehabt und nichts gefunden und dann habe ich erst dann später aufgedrückt gehabt oder so, glaube ich. Na, nächstes hier hinten. Ah ja, jetzt macht das auch mit der Gasmaske so ein bisschen mehr Sinn, die wir jetzt haben. Naja. Letztes Mal sind wir hier rumgekriegt, also ich bin zu... Nee. Nee, das ist nicht so gewesen. Bullshit. Ich war hier hinten an der Wand gewesen und dann habt ihr das gelootet gehabt. Ich muss mir das nochmal angucken. Also von mir früher her war ich hier hinten an der Wand dran gewesen und hab die Quest bestätigt gehabt. Und da hab ich doch noch gesagt, ja, habt hier so, hä, was ist denn hier los? Warum? Hä? Mit dem Jo. Warum ist das Jo? Kann mir hier mal jemand das erklären? Und dann konnte keiner. Ja, ich war anders. So, aber erstmal will er Munition drin holen, wa? Die gute Munition. 12 Uhr, Alter, wir liegen noch richtig gut in der Zeit, wa? Oh, hier ist ein Buch. Na, was haben wir denn da? Na, zum Glück habe ich hier nochmal durchgekickt. Sonst hätte ich mir das Buch nächstes Mal kaufen müssen. Oder beziehungsweise ich hätte es mir gekauft. Ihr sagt, man muss die ganzen Bücher nicht kaufen. Man kann sie überall finden. Aber so ging es mir schneller. So. Jetzt müssen wir alles haben. Ich habe jetzt schon ein bisschen gesammelt, musste jetzt bloß ein kleines Päuschen, also nebenbei, also mute-mäßig machen, weil ich schon wieder voll am Rumhusten bin. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause, würde ich mal sagen. Und uns freuen. Denn jetzt geht's los, jetzt kann der Kabin die ganzen Maschinen aufbauen. Ja, ja. Jo. Und da freut er sich. Also wie eine Flitzebogen. Kannst du das auch noch einsammeln? Oder muss ich halt mal alleine machen hier? Nee, sie steht auf meiner Arbeit. Ich sage es euch. Na gut, na gut, na gut. Das soll gut gelaufen heute. Quest abgeschlossen. Bücherei gefunden. Wie geplant. Oh nee. Oh nee. Kannst du noch mal kurz kommen? Ich bin ja, 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 ja. Das schaffen wir schon. Die können ja nichts. Die können ja nichts. Wir kriegen das schon hin. Nur, dass ich dir jetzt alle meine Bolzen nehmen hab. Naja, gut. Dann ist es so. Lass uns raus. Lass sie uns draus vermöbeln.
Alter, geht doch. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause. Mädel, komm. Ah, meine. Wer schneller ist, fährt zuerst. Oder so. So schnell nach Hause den Schrauber bauen. Und dann können wir nämlich anfangen, Motoren zu bauen. Wie die ich jetzt brauche. Jo. Motoren und dann aufwerten jetzt die Schmuse. Und die Batterie können wir jetzt auch nochmal richtig aufwerten. Die letzte Stufe. Ah ne, da brauchen wir ja Quantenchips. Quantenchip brauchen wir ja da. Quantenchip. Quatsch, der. Naja, gut. Was für ein Buch verhandelt. Ich brauche wirklich wieder eine Pause. Ich bin jetzt dann überlegen, sag mal, wenn ich Quantenchip gelernt. Naja. Irgend zwei Bücher habe ich gelesen. Vorhin. Eins, zwei. Eins wird schon gewesen sein, mit anderen nicht. Naja. Hauptsache, ihr könntet jetzt heute richtig vernünftig abschließen. Was mit denen los? Macht ihr noch Michael Jackson oder was? Habt ihr die gesehen? Der ist rückwärts gelaufen. Moonwalk. Da kannst du ihn ja einspielen. Kriegst ja gleich hier so Stress. Mit Claim und so. Jack Claim, wer kennt ihn nicht? Wir haben den. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal den Motor. Ne, wir haben den Motor freigeschalten, ja. Genau, den Motor und den Schrauber hatten wir freigeschalten. Quanten haben wir noch nicht. Naja, da hat mir nicht Kohle gefehlt. Fällt mir nämlich jetzt so ein. Zack, Bums. Ja. Wir können uns jetzt nämlich die Schöpper bauen und einen Schrauber. Ist ja schon mehr als gar nichts. Genau. Und wie gesagt, die anderen Bücher werden hier alle angezeigt. Aber wie gesagt, die werden immer angezeigt, auch wenn ich die jetzt loote. You can't just leave me behind. Ja, ja. Aber kostet eben halt ohne Ende Kohle, ne? Also wenn man sich die Bücher kaufen tut oder eben halt suchen. Mit der Kohle hätten wir schon will er so eins wie ein paar Trönchen kaufen können. We need to find food fast. Ja, ja. So, unser nächster Halt ist dann eben halt Mine, ne? Aber jetzt ist erstmal wieder Vorbereitung angesagt. Ich würde mal sagen, unsere erste Priorität ist dann erstmal die ganzen Maschinen aufzuwerten. Aufwertenderweise. Die zweite Priorität ist dann, Sachen auf dem Dach zu stellen, die Giants auseinanderkloppen können. Und dann eben halt vielleicht Verlängerung. Ja, was heißt vielleicht? Es wäre Verlängerung. Aber es wäre schön, wenn wir jetzt noch eine Einfahrt hätten oder so, die nur wir nutzen können. Karre technischerweise, dass sie nicht kaputt machen oder so. Naja. Man kann ja nicht alles haben. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo war denn bitte? Da schon mal nicht. Es muss ja an der neuen Werkbank an der neuen Werkbank gewesen sein. Da. Schraubi, Schraubi. Das nicht. Das ist auch nicht. Das ist nur zum Aufwerten. Hä? Wo ist denn jetzt? Also hier sehe ich schon mal keinen Schrauber. Da auch nicht. Ja, schön, dass wir uns das jetzt herstellen können, aber können uns das nicht herstellen, weil ich das nicht herstellen kann. Herstellenderweise. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Aber wir haben es jetzt erstmal freigeschalten. Das ist ja auch schon mal was. Beim nächsten Mal. Ich glaube, wir können ihn schon wieder besuchen. Na, die haben wir doch jetzt. Das, diese da. Die haben wir jetzt auch bewertet, ja. Genau. Das ist jetzt da, wo wir auch diesen Motor herstellen können für unsere Shopper. Ey, das lässt mich keine Ruhe. Wo ist denn jetzt der Schrauber hin?
Muss ich mal später nochmal nachschauen. Ich habe gedacht, machen wir hier. Getäuscht. Also, da habe ich mich wohl getäuscht. Naja. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hau uns drin, ich bin raus. Tschüss.